Okay, so. Sagt mal alle Hi YouTube, damit die Leute sich nicht so alleine fühlen. Und falls ihr Final Fantasy 14 noch nicht gespielt habt, dann Ausrufezeichen FFXIV in den Chat oder auf YouTube in der Beschreibung gucken und den Link anklicken und einen Account machen und kostenlos bis Level 70 spielen. Ist ein gutes Spiel. Haut raus. Supportet mich. Vielen Dank. Weiter geht's. Wir müssen noch irgendwie so Sidequest-Kram hier machen. Glaube ich, oder? Da vorne, das eine zumindest. Irgendwo ein Kind. Ja, warum seid ihr nicht auf Twitch? Das ist eine echt gute Frage. Hallo, Fremder. Dich findet man öfter auf dem Rücken eines Chocobos, oder? Stimmt. Woher weißt du das? Ach, das rieche ich doch sofort an dir. Stallgeruch, eindeutig. Und nicht von irgendeiner armseligen Klitsche. Nein, einer wie du reitet bestimmt keine halb verhungerten Vögel mit Kalkbeinen und Schnabelräude. Ich wette, dein Chocobo kriegt bei dir nur das feinste Kraut zu fressen und mindestens zweimal täglich die Federn gestriegelt mit einer Bürste aus Curlhaar. Für meine Ambrosia nur das Beste. Ambrosia heißt sie. Was für ein schöner Name. Wie ist sie denn so? Sie ist groß und stark. Und ihr Federkleid ist so weiß wie Schnee. Nicht dein Ernst. Du hast einen weißen Chocobo? Hab ich, ja. Sie sind wohl wirklich ziemlich selten. Ich muss sie einfach sehen. Kannst du sie herbringen? Das würde ich ja gern, aber ich glaube kaum, dass Schulas Boot groß genug für sie ist. Mein Vater hat auch eins. Und er hat schon öfter Chocobos damit transportiert. Du könntest ihn fragen. Und du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Er wollte nämlich sowieso bald rüber zur Kaiseraue. Also hat er bestimmt nichts dagegen, sie auf dem Rückweg mitzunehmen. Na, wenn das so ist. Ah. Es wäre eigentlich schon ganz praktisch, Ambrosia hier bei mir zu haben. Also gut, wo finde ich deinen Vater? Er müsste im Lagerhaus auf der anderen Seite des Flusses sein. Sag ihm, Manda hat dich geschickt. Ich nehme den Titel einfach mal so hin. Treffe, voll gut. Hau raus mit deinem PC. Hast du ihn neu gekauft oder hast du selber zusammengebaut? Du bist wohl einer dieser Fremdlinge, was? Bin ich. Schula hat mich eingeladen. Bist du der Vater von Manda? Bin ich. Tanzt du etwa schon nach ihrer Pfeife? Das ging ja schnell. Sie möchte, dass ich meinen Chocobo herbringe, aber dafür bräuchte ich deine Hilfe und dein Boot. Boah, du könntest doch einfach Nein sagen, weißt du? Dieses Mädchen und ihre Vögel, ich sehe es schon kommen, irgendwann wachsen ihr noch Federn. Um ehrlich zu sein, habe ich ihre Idee zuerst nicht ernst genommen, aber eigentlich wäre mir Ambrosia hier schon eine große Hilfe. Würdest du sie für mich mitnehmen? Na, wenn du dir sicher bist, dass das für dich in Ordnung geht. Schula hat gesagt, wir sollen jeden von euch ganz wie einen der unseren behandeln. Also, wenn du deinen Vogel rübergeschifft haben willst, dann machen wir das. Aber Chocobos sind nicht gerade geborene Segler. Du wirst einen Mimet-Kürbis besorgen müssen, damit sie auf der Überfahrt ruhig bleibt. Und wo finde ich sowas? Tja, gute Frage. Ist schon ein paar Jährchen her, dass ich einen Chocobo transportiert habe. Und wie ich höre, hat sich seitdem vieles in der Welt geändert. Woher bekommst du denn normalerweise alles, was man in einem Stall so braucht? Der Mann, von dem ich Ambrosias Sattelzeug habe, wohnt in Marthas Rast. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er auch Chocobo-Futter in seinem Sortiment. Also frage ich wohl am besten mal bei ihm nach. Na bitte,
Ich segle dann nach Nordstedt, um unsere Vorräte aufzufüllen. Während ich das erledige, gehst du und holst deinen Vogel und den Kürbis. Und dann treffen wir uns dort an der Küste. Aber beeil dich ein bisschen, wenn's geht. Cool. Kann ich einfach fast traveln dahin? Das wäre nämlich cool. Anscheinend schon. Und das finde ich eigentlich cool. Dann wollen wir mal. Ah, für 1350 Euro kriegst du doch eigentlich schon einen, der ganz ordentlich ist. Plus zwei Bildschirme dazu, voll gut. Wir haben wieder ein paar Zimmer frei. Wenn ihr einen Platz zum Schlafen sucht, sprecht mit Martha. Dich kenne ich doch. Du hast Weißherz gerettet. Wie geht's unserer Heldin denn? Ah, die Stimme. Das geht ihr sehr gut. Danke. Oh nein, ich danke dir. Du bist schließlich ihr Retter. Und was führt dich denn heute zur Rast? Ich bin auf der Suche nach einem Mimet-Kürbis. Und ich hatte gehofft, dass du mir sagen könntest, wo ich einen finde. Oh, da kann ich sogar noch mehr für dich tun. Zufälligerweise habe ich nämlich gerade eine ganze Wagenladung von dem Zeug da. Und keine Käufer weit und breit. Wirklich? Ja, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du mir ein paar davon abnimmst, bevor alles verfault. Pass nur auf, dass dich keine Herde wilder Chocobos überfällt, ja? Wir wollen ja nicht, dass es dir so ergeht wie mir damals. Das mache ich. Vielen Dank. Das ist doch selbstverständlich. Oh mein Gott! Und in dir? Ja, ist okay. Gib mir einfach den Kürbis, Junge. Da hast du vollkommen recht. Dann weiter nach Nordstedt. Mandas Vater wartet sich ja schon. Ist das hier irgendwo? Nein, es ist hier irgendwo. Ja, es gibt so fertige Wasserkühlungen. Ich habe auch eine jeweils in meinen beiden meinen beiden PCs. Kann ganz cool sein, ist aber nicht so mega nötig. Ist eher so für die Ästhetik eigentlich. Diese Dinger kämpfen nicht wie Menschen. Dieses Spiel hat Patches bekommen und in diesen Patches ist einfach immer noch nicht die Funktion, dass wir auf einen Knopf drücken können, um zu sprinten. Und das ist halt why einfach. Come on, dude. So, das ist... Ach, ich sehe gerade, man sieht die Quest, den Questnamen gar nicht. Was fein ist. Warte mal. Pack mich mal nach hier und im Stream. Auch. Halt der fucking Questname, Junge. Das ist auf jeden Fall. Schön zu sehen, dass sie auch in diesem Spiel absolut horny sind, alle. Ah, da bist du ja. Und das ist also Ambrosia, sagtest du? Ist eine echte Schönheit, dein Vogel. Den Mimet-Kürbis habe ich auch. Hier. Herzlichen Dank. Sobald sie den aufgefressen hat, geht's los. Ero, was geht ab? Auf eine kleine Reise zur anderen Seite der Bucht, Ambrosia. Ich meine, Wasserkühlung zu haben ist ja nichts Schlechtes. So, das Ding hat ja auch seinen Sinn und seine Daseinsberechtigung. Ist ja nicht so, als ob es nicht funktionieren würde. Es ist halt meiner Information nach, die aber auch schon 2 Jahre veraltet sein kann, ist halt eine normale Lüfterkühlung jetzt nicht so viel schlechter als eine Wasserkühlung. Wo wären wir? Ich glaub's nicht. Sie ist wirklich weiß wie Schnee.
Du bist so schön, meine Kleine. Und tapfer obendrein. Keinen Mucks habe ich gehört während der Überfahrt. Der Mimet-Kürbis hilft zwar, aber meiner Erfahrung nach bekommen die meisten Vögel spätestens beim Durchfahren des Walds trotzdem Angst. Sie aber nicht. Ambrosia hat schon viel durchgemacht. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas erschüttern kann. Nicht, wenn ihr geliebter Herr an ihrer Seite ist. Also, eigentlich bist du diejenige, die sich um mich kümmert, oder? Jedenfalls vielen Dank, dass du sie hergebracht hast. Hoffentlich schaffe ich es auch eines Tages, so einen prächtigen Vogel zu züchten. Und wenn ihr beide zurück nach Nordstedt wollt, bringe ich euch jederzeit gerne hin. Also, sag einfach Bescheid. Vielen Dank. Aber ich glaube, wir erkunden erstmal zusammen die Gegend hier in Mycidia. Wie fändest du das, Ambrosia? Cool. Sehr schön. Weißt du, ich spiele ja Final Fantasy 16 so nebenher noch auf dem Final Fantasy Modus durch und da spiele ich das halt auf Englisch. Und jetzt, wo ich das hier gerade wieder so auf Deutsch höre, finde ich Vincent Clive tatsächlich besser als Ben Starrs englischen Clive. Auf Englisch klingt er halt einfach wie so eine übelste Macho-Karikatur, finde ich. Also, das ist halt. Er hat so eine tiefe Stimme, dass es schon fast nicht mehr ernst zu nehmen ist, finde ich. Und halt, Vincent spricht den schon ein bisschen menschlicher. Und das gefällt mir. Meine kleine Anekdote, dass ich auch mal deutsche Sprachausgaben gut finde. Ansonsten. Ist das nur noch der eine Dude? Ach, nee, das ist noch ein Dude. Okay, nee, mach ich das nicht. Irgendwo ist auch mal gut. Los geht's. Und als die Leute mich endlich in. Ich stehe auf das Wassertropfen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt sehr viel Atmosphäre. Also ich finde den englischen Clive tatsächlich echt nicht so mega toll. So, das ist... Weiß ich nicht. Ich höre mir das halt an und er ist so... Und ich denke mir so, meine Güte, Junge. Come on, Bro. Ist okay, so, ist okay. Alles ist gut, alles ist gut. Wir schaffen das zusammen. Gleich erreichen wir ein großes Tor. Dahinter liegen einige uralte Ruinen. Der einzige Weg zum Tempel, dem Hort der Ewigkeit, wie mein Volk ihn nennt, führt durch sie hindurch. Hey, wo ist er denn? Ach, da. Cool. Ey, das sieht halt echt hübsch aus, besonders wenn du halt zu dieser Welle kommst, die halt da hinten ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinlaufen kann. Warte mal. Ich hab noch mein Chocobo. Vielleicht können wir da kurz einen Abstecher machen. Ich glaube, da muss ich irgendwie hier lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Wald nicht einfach so abbrennen kann, wenn der halt
so relativ gesund aussieht wie der hier. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber so sehen wir mal ein bisschen die Umgebung so. Es sieht halt echt hübsch aus. Wahrscheinlich sind das die Überreste einer alten Siedlung. Sie war schon verlassen, als meine Vorfahren hier ankamen. Leviathan hat sie überschwemmt, bevor sie weiter erforscht werden konnte. Er durchbricht halt die Dingsbarriere. Wie heißt das? Er macht halt einen Sonic Boom, weil er so schnell unterwegs ist. Na schön, dann laufen wir eben weg. War das hier? Oh mein Gott, es gibt so einen Dingsbumsstein. Das ist cool. Die Schallmauer, genau so hieß das. Braves Mädchen. Lass mal nicht machen. Die Teile sind so nervig. Ich gar kein Fan von, Junge. Hier, das sieht so hübsch aus, Junge. Das ist richtig pretty mit dieser fetten Welle da im Hintergrund. Ich hätte auch einfach hinwarten können, sehe ich gerade, aber das ist okay. Erstmal wegtreten. Ups, das wollte ich nicht. Der arme... Ich wollte sagen, der arme Fuchs, aber das ist kein Fuchs. Naja. Ich wollte mich eigentlich nur mal hier hinstellen, damit man das so ein bisschen sehen kann. Meine Güte. Oh, es ist halt, ey, das ist echt hübsch geworden. Haben sie gut gemacht. Haben sie schon echt gut gemacht. Finde ich schon ganz cool gemacht. Okay, weiter geht's zurück zur eigentlichen Story, damit wir aufhören, die ganze Zeit hier rumzueiern, sondern auch mal was erreichen. So, wo muss ich lang? Nach hier. Ich bin auch so ein bisschen, dass das hier nicht im Spiel war, weil eigentlich hätte es reingepasst und, ich finde das halt so strange, weil sie ja meinten, ja, das Spiel ist halt komplett und wir haben halt auch nicht geplant, dass da irgendwie DLC kommt und das ist halt, also, wenn ihr wollt natürlich, aber halt eigentlich nicht so. Und, also, das waren so, die beiden Stellen, wo die DLCs jetzt kamen, waren so offensichtliche DLC, einfach ausgelassene Stellen, wo ich mir halt denke, warum erzählt ihr sowas? So. Come on, Junge. Der Wald ist voller Leben. Das meiste davon hungrig. Deswegen bleibt dieses Tor immer verschlossen. Und deswegen trägst du wohl auch diese imposante Streitaxt bei dir. Du hast meine Kleine also bemerkt. Ist das eine imposante Streitaxt oder bist du einfach nur glücklich, mich zu sehen? Keine Angst. Diese Klippen sind nicht der einzige Weg hinauf.
Ich dachte gerade, meine Katze hätte sich her verirrt, aber ich glaube, ist alles safe. Sind das die Ruinen? Ja. Wir wissen nicht viel darüber, aber sie scheinen auch ein Teil der Tempelanlage zu sein. Wie viele Menschen hier früher einmal gelebt haben müssen. Aufregend. Es sieht schon hübsch aus, so. Das ist halt... Ich komme nicht klar, wie gut das Spiel einfach aussieht. Hey, Monet! So, wie kann ich das jetzt, wieder wegmachen? Ach so, okay. Verrückt. Probieren wir das hier doch mal. Das sieht doch funny aus. Fieber. Au. Au. Verdammt. So viel zum Thema funny. Damn, haut voll rein. Das weiß ich zu schätzen. Das macht bei weitem nicht so viel Stagger Damage, wie ich gehofft habe. Oh Gott, ich kann dieses Spiel nicht mehr. Aua, wow, wow, wow. Yo, los geht's, fuck. Holy shit. Work, Junge. Ey, was ist das für ein Müll, Junge? Nee, fuck you, Alter. Dann gebe ich auf. Ich bekämpfe den nicht nochmal. Weißt du, das hatte ich bei dem einen Schildkröten-Dude doch auch schon, dass der plötzlich aus seiner Battlezone rausging und sich einfach voll fucking aufgeheilt hat, Junge. Come on, was ist das für ein Quatsch? Ich habe halt jetzt auch keine Zeit, da so 15 Minuten an einem so einem Ding rumzuhacken, so. Und das ist mir im Hauptspiel, glaube ich, auch nie passiert. Ich erinnere mich nicht daran, dass mir das einmal passierte, während ich das Spiel durchgespielt habe, aber hier jetzt auch schon, zum zweiten Mal einfach. Das alles hier erinnert mich an zu Hause. Du stammst also aus dem Norden? Ja. Und nein.
Oh. Da soll noch mal einer sagen, Jill hätte kein Character Development in diesem DLC. Läuft mir die Spinne weg? Ah nee, die ist einfach bei Jill da hinten. Ist das derselbe Dude, den ich gerade bekämpft habe? Nee, der war hier. Es gibt noch zwei von denen. Fein, was soll's. Seht ihr die Höhle da vorn? Irgendjemand hat in ihrem Innern einmal Stufen in den Stein gehauen. Ein Weg nach oben. Und so was auch immer dort auf uns wartet. Also jetzt, wo ich halt Final Fantasy XIV auch wieder so ein bisschen aktuell im Kopf habe, gibt es halt voll viele NPCs, die einfach wie Final Fantasy XIV Charaktere aussehen. Das ist er. Der Tempel, den die Zeit vergessen hat. Und das Zepter ist dort drin? Ja. Man kann die Magie sehen, die von ihm ausgeht. Was ist denn? Ich weiß nicht. Ach, nichts weiter. Warum wurde das Zepter ausgerechnet hier erbaut? Die Magie sollte ursprünglich auf Drachenauge gewirkt werden und nur von hier aus hatte man freie Sicht auf den Kristall. Die Tomberries bilden sich ein, dass sie über diese Ruinen herrschen. Und sie scheinen sich nicht über uns zu freuen. Oh Gott, ich hab vergessen, wie dieses Spiel funktioniert. Oh, das war cool. Oh mein Gott, das kann keiner sagen, dass das nicht... Dass das nicht einfach sicke Combo ist. Während unsere Zahl schwindet, scheinen sie sich ständig zu vermehren. Als ob sie sich an unserem Leid laben würden. Ich muss aber, glaube ich, einmal das hier tauschen.
Oh no! Oha! Oha! Ist das etwa ein gigantisches Schlachtermesser oder bist du einfach nur glücklich, mich zu sehen? Du kannst ihn gern fragen. Au. Voll cool. Oh fuck, oh Gott, oh Gott. Ich sehe einfach lauter Explosionen, die Gegner attacken nicht. Komm schon, na bitte. Gute Nacht, Diana. Tada! Das war ein cooler Kampf. Schlimmerem begegnet, würde ich sagen. Wisst ihr, mit dem Wald ist das so eine Sache. Irgendwo lauert immer noch was Schlimmeres. Der arme Dude, er wollte hier einfach nur in Frieden leben und voll gemein von uns eigentlich. Sieht er in Final Fantasy 14 nicht auch krass aus und in Final Fantasy 11 und in 12? Gibt's die in 12? Ah.
Also dann 11 oder 12. Ich glaube, da gab es auch nochmal ein recht krasses... krasses Redesign, falls sie überhaupt waren. Also 11 ist generell auch so ein bisschen out there, was Designs angeht. Aber ich glaube, ansonsten sehen die überall relativ Standard aus. Schon wieder so ein Dude. Ah, falsche Dings. Oh wow, ich habe vergessen, dass ich das Ding ausgerüstet habe. Aber es hat mich gerettet, also von daher, okay, nehme ich. Oh Gott, diese ganzen Kräfte machen mich wahnsinnig. Oh mein Gott, come on. Er steht außerhalb. Oh, Junge. Fuck you, Alter. Meine Güte. Du musst es halt auch echt gegen den kämpfen, weil du sonst, glaube ich, hier nicht durchkommst, ne? Ugh. Fine. Es sieht so schön aus. Gleich innerhalb der Lichtkuppel, ja. Es sieht so hübsch aus, Junge. Es ist Wahnsinn.
Oh, das sieht aus wie eine Bosskampf-Arena. Ich dachte, alle Vertreter seiner Art wären nach Süden gewandert. Nur die schwachen Exemplare. Nur die schwachen? Hast du das gehört, Sid? Verdammt. Was ist denn mit seiner Haut? Oh, das willst du gar nicht wissen. Zurück! Ich würde fast sagen, es ist relativ wichtig zu wissen, davon ausgehen, dass wir dagegen kämpfen, so. Aber hey, just my opinion. On. Jetzt kommt der schlimmste Teil. Wir haben es bald geschafft. Passt auf! Ja, okay, jetzt sterbe ich leider, glaube ich. Jetzt weich doch raus, wenn ich drauf drücke. Come on. Huiuiui. Unglaublich.
Die Zeit steht still. Genau wie an der Woge. Noch eine Sünde meiner törichten Ahnen. Wollen wir? Die Magie wirkt nur innerhalb des blauen Schleiers. Aber ich kann den Äther von hier aus fühlen. Schule, warte. Bevor wir da gleich hineingehen, würde ich gern noch etwas mehr über diese Magie wissen. Ich nehme an, dass sie uns nicht beeinflussen wird. Wir werden nicht auch stillstehen, falls du das meinst. Die Magie hat nur Einfluss auf Dinge, die damals, als man sie gewirkt hat, schon hier waren. Vergesst eines nicht. Womöglich sind hier auch noch andere Gäste. Solche wie die vorhin auf dem Weg hierher. Und mehr, vermutlich. Ist das Leviathans Werk? Unseres ist es sicher nicht. Als ihm klar wurde, dass meine Ahnen von hier aus Magie wirken wollten, griff er den Tempel an, um ihn zu zerstören. Und das ist ihm anscheinend auch fast gelungen. Das ganze Ding ist so sick. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Das sind doch nicht einfach Bomben. Oder leider sind sie das. Warum ist es denn so kalt hier drin? Links, vielen Dank für den Support. Welchen Geschmack hast du genommen? Das Probierpaket, sehr gut. Ja, come on. Das sieht so cool aus alles hier. Ich raste aus, Mann.
Ich wusste nicht, wie viele Tomberry-Variationen es einfach gibt. Er hat sich einfach durch die Treppe geglitscht. Come on. Haben wir noch einen irgendwo? Okay, sehr. Okay, fuck it. Was soll's. Sicher eine Art Ritualhalle. Wir hatten eine ganz ähnliche in der Burg meines Vaters. Die Priester haben damals immer vom Podium aus ihre Predigten gehalten. Dein Vater? Ich habe, glaube ich, einmal dieses Sleep and Recovery genommen und habe dann tatsächlich irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt 15 Stunden durchgeschlafen. Seitdem lasse ich das lieber. Wobei ich ja generell einen relativ gesunden Schlaf eigentlich habe, von daher hat das wahrscheinlich einfach nur nochmal alles verbessert. Das wollte ich nicht. Ich hätte gerne eine Karte gehabt oder so, um mal zu gucken, ob ich jetzt irgendwie aus irgendwelche Räume nicht besucht habe. Lasst uns einfach vorbei. Bleib ruhig, wir schaffen es. Autsch. Nice. Okay, so, jetzt haben wir nur noch ihn. Au! Okay, holy shit. Oder? Es ist nur noch er, oder? Nein, da ist noch einer hinten. Okay. So, jetzt aber. Come on, warum steht denn er so 3 Meter weit weg von mir? Leviathan!
Ah! Oh Gott, ich hab vergessen, wie das Spiel funktioniert. Junge, holy shit. Der Weg ist frei. Dann auf. Haben die mich einfach in die Ecke geglitscht hier? Das sieht alles so krass aus, Mann. Weiterhin, um wieder was Positives zu sagen. Bro, das ist einfach so imposant alles. Damn! Weinbegründer. Habe ich es mir doch gedacht. Jill. Ist dir dieser Äther nicht auch irgendwie... Sehr vertraut, ja. Ich habe es sofort gemerkt, aber erst dachte ich, dass es nicht sein könnte. Du spürst es auch, oder Clive? Sie ruft nach uns. Meint ihr etwa die Hexe? Genau. Aber sie war mehr als das. Viel mehr. Sie war ein Dominus. Sie verfügte einmal über die Macht jener Esper, die jetzt in uns ist. Sowohl in mir als auch in Clive. Natürlich. Es hätte mir gleich klar sein sollen. Wer sonst könnte die Macht haben, die Zeit einzufrieren? Kein Wesen außer Shiva höchst selbst. Aber... dass ihr Äther nach all den Jahren noch hier ist, es ist fast, als ob... als ob sie ihn mit jemandem geteilt hat, genau wie Torgal Anteil an meinem hatte. Gefährte. Aber irgendwas sagt mir, dass er nicht so nett ist wie Torgal. Meine Vorfahren haben ihn nie erwähnt. Er ist nicht deswegen okay. Ich bezweifle, dass sie überhaupt von ihm wussten. Damn, okay. What? Haut er mit einem fucking Hammer zu, Junge? Was ist hier los?
Oh Gott, das wird ein ewig langer Bosskampf, oder? Oh Gott. Ah, verdammt. Ah, okay, doch noch. Alles gut, alles gut. Oder auch nicht. Na bitte. Oh Gott, ich schaff das nicht.
Oh mein fucking God, come on! Aha! Komm schon! Oh mein fucking God, holy shit. Ah! Und dafür nur 6000 EP Erfahrung, Mann. Ich dreh durch. Zerstören wir das Ding. Und beenden das Ganze. Warte. Die Magie muss geschwächt werden. Nicht aufgelöst. Aber wir wollten Valias doch befreien. Hast du einmal darüber nachgedacht, was mit der Woge geschehen wird, wenn sie plötzlich gar nichts weiter aufrechterhält? Natürlich nicht. Das hier verlangt nach etwas Fingerspitzengefühl. Von Wind und Licht, Wasser und Erde soll sich der stille Mantel meines Eises lüften. Es ist zu viel Äther. Lass mich helfen. Lass uns helfen. Es wirkt. Ist es vorbei? Ich denke ja. Dieser Ort scheint nicht länger mit dem Kind verbunden zu sein. Das heißt, Valias sollte endlich frei. Oh shit! Lang währte sein Leid. Leviathan, unser maßlos besudeltes Fragment. Seine Göttlichkeit entweiht durch Menschenhand. Seine Seele geknechtet durch grenzenlosen Hochmut. Es Mythos ihm Errettung brachte. Nun mögen die Sünden der Menschen getilgt werden. Durch die Hand des Dieners Gottes. Geht schnell zurück ins Dorf
und bringt alle in Sicherheit. Und um den Rest... Um den Rest kümmert sich Ifrit. Los geht's! Jahren Gefangenschaft wäre ich auch wütend. Aber so wird es nicht enden, Valias. Es ist Zeit, dass du nach Hause kommst. Junge! Zeit, dass es richtig losgeht! Wenn das Spiel halt echt eins kann, dann so Areale crazy gut aussehen zu lassen, Mann. Noch mehr Spielkameraden. By the way, voll cool, dass ich mich nicht heilen darf, so. Also, dass ich mir keine neuen Heil-Items kaufen kann. Der Hype-OST kommt im Bosskampf. Kann ich da nicht einfach dran vorbeilaufen? Okay, kann ich wahrscheinlich nicht. Mir die Dinger einfach mehr XP geben als so ein ganzer Bosskampf, Mann. Übelst witzig. Ist ja gut. Ich hab dich beim ersten Mal gehört. Immer diese Kinder. Knapp.
Junge, das ist zu cool einfach. Das haben sie so, so cool gemacht. Das wollte ich nicht, Valerius! Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Mal schauen, ob sie das jetzt besser gemacht haben als der Kampf in Final Fantasy XV. Tatsächlich ist diese Schlagattacke super weird auszuweichen. Oh mein Gott, Junge. Ich krieg's nicht hin, ey. Thank you.
Was ist denn das? Die Ruhe vor dem Sturm. Nee, alles gut. Ah, verdammt. Da hat's mir leider an der Nase gejuckt. Da konnte ich nicht ausweichen. Darf ich halt einfach nicht mehr getroffen werden. Das ist fein. Klappt schon. What? Okay, okay, den kann man halt nicht ausweichen. Was für ein Quatsch. Ich war mitten in meiner Attacke. Never ever hättest du mich treffen dürfen. Okay, los geht's. Oder auch nicht. Ich mag's, wie er keinen scheiß Chill hat, Alter. Holy Dude, einfach. Ich wusste nicht, dass ich den Knopf gedrückt halten kann. What? Das lerne ich jetzt erst? Holy shit, das ändert alles. Ja, ich wusste das legit nicht, Mann. Oh mein Gott. Fein.
Anna, bitte. Junge! Spring voll in den Strahl rein, das ist komplett in Ordnung, Mann. Ja, ja, Mann, ey. Okay, let's go. Ich glaube sofort, dass das hier im Final Fantasy Modus absolut nicht funny ist, so. Oh Gott, das war nutzlos. Ich hab gesagt, Schluss! Hast du denn immer noch nicht genug? Come on! Gibt's doch nicht! Well.
Shit. Ah! Ah, oh mein Gott. Fuck me, Alter. Oh mein Gott, endlich! Holy shit! Ich wusste nicht, dass diese Combo existiert. Die ändert alles, Junge. Okay, hau raus. Ist chill so. Oh, let's go! Ich finde, das hätte man kontern können. Angriff ist halt fucking fies, Alter. Damn. Da komme ich nicht raus, ne?
Ich glaube, das war fein. Oh Gott. Nice. Kann ich auch. Oh Gott. Wenn du es wirklich so willst. Los geht's. Junge, was für ein Kampf! Oh mein Gott! Yikes! Und 10.000 Erfahrungen dafür nur! Wollt ihr mich verarschen? Ich krieg von Trash-Mobs fast mehr! Oh Mann! Holy shit! Ich raste aus! Ja.
Es sieht ganz so aus, als wäre dein Wutanfall vorbei. Clive! Wo ist er? Valias! Du bist. Jetzt vielleicht. Habt ihr ihn vor ein paar Minuten gesehen? Clive, ich... Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ist schon gut. Komm. Besorgen wir ihm erst noch was Trockenes. Wir wollen ja nicht, dass das kleine Monster sich erkältet. Oh, er ist endlich eingeschlafen. Der Arme hatte ja auch einen langen Tag. Da ist er nicht der Einzige. Und? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt? Jetzt bringen wir endlich alles in Ordnung. Und wie? Wir werden Valias all das geben, was ihm so lange verwehrt geblieben ist. Einen Ort, an dem er lernen und gedeihen kann. Eine Familie, die ihn liebt und beschützt. Und eines Tages, wenn die Wunden in seinem Herzen und seiner Seele geheilt sind, wird er selbst entscheiden, wie er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und bis dahin werde ich an seiner Seite sein. Was auch immer geschehen mag. Dann kann er sich glücklich schätzen. Nicht nur, weil die beste Kämpferin weit und breit ihm den Umgang mit der Streitaxt beibringen wird. Darauf kannst du wetten. Schula, die Bestie, die eure Heimat bedroht hat, ist gezähmt. Und das Kaiserreich, das euren Stamm verfolgt hat, ist gefallen. Wäre es nicht vielleicht an der Zeit, dass ihr den Schimmer eurer Vorfahren aufgebt und wieder euren Platz unter den Völkern Valisteas einnehmt? Ja, vielleicht. Wir haben ohnehin nicht genügend Kristalle, um die Illusion noch viel länger aufrechtzuerhalten. Aber sind wir wirklich nicht mehr in Gefahr? Ist die Welt bereit, uns so anzunehmen, wie wir sind? Mit allem, was wir denken und glauben? Wenn ich mich recht erinnere, zieht ihr es ebenfalls vor, weiter im Verborgenen zu bleiben, oder nicht? Das stimmt. Ihr werdet hier natürlich immer willkommen sein, egal wie wir uns entscheiden. Und ihr bei uns im Versteck. Schließlich sind wir jetzt Verbündete. Wenn ihr irgendetwas braucht, Vorräte, Ausrüstung und so weiter, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Das ist sehr großzügig von euch. Aber mein Volk wird schon zurechtkommen. Das haben wir immer getan. Außerdem werdet ihr das alles sicher selbst gut gebrauchen können, wenn ihr wirklich die Welt retten wollt. Ich fürchte, ein großer Teil von ihr ist schon nicht mehr zu retten. Aber was noch von ihr übrig ist, soll zu einer Welt werden, in der wir alle gleichberechtigt leben können. Das wäre doch der Mühe wert.
Und es wird dort auch einen Platz für uns geben? Für Valeas? Für alle Menschen. Das schwöre ich. Dann werden wir warten, bis die Gezeiten euch wieder an unsere Ufer treiben. Mega gut. Isseli, einfach die DeLulu Queen hier. Ob jetzt wirklich alles gut wird? Für Valeas? Das wird sich zeigen. Aber es gibt sicher schlimmere Orte, an welchen man seine Kindheit verbringen könnte. Die Kinder des Wassers werden sich gut um ihn kümmern. Oben beim Zepter habe ich Ultimas Stimme gehört. Er hat Leviathan sein maßlos besudeltes Fragment genannt und verlangt, dass ich die Sünden tilge, die ihn so erniedrigt hatten. Tatsächlich? Valeas Vorfahren haben sich zweifellos schwer an ihm versündigt. Einen Säugling zum Erwachen zu zwingen. Und ihn in eingefrorener Zeit gefangen zu halten. Sodass er nie erfährt, was es überhaupt bedeutet, zu leben. Doch ich bezweifle, dass es jene Verbrechen waren, die Ultima erzürnt haben. Es dürfte vielmehr der Umstand gewesen sein, dass die Macht der Esper für einen anderen Zweck missbraucht wurde, als der, den er im Sinn hatte. Dadurch hielt er Leviathan vermutlich für eine Art Fehlentwicklung. Ob das der Grund ist, warum Ultima nicht die Absicht hatte, mich zu ihm zu führen? Aus Sorge, dass dieses besudelte Fragment auch seinen Leib auf irgendeine Weise verderben könnte? Möglicherweise. Oder er war schlicht der Auffassung, dass er keinen Bedarf an Leviathans Macht habe. Da sein Leib auch ohne dieses Fragment in der Lage sein würde, seinen Zweck zu erfüllen. Seinen Zweck? Es gibt einfach kein Entkommen. Selbst hier, versteckt in Mysidia, ist der Segen der Kristalle nichts weiter als ein Gefängnis. Ein Gefängnis, in dem Valeas seit seiner Geburt leidet. Und aus dem sich zu befreien alles andere als einfach ist. Wenn die Welt sich nicht ändert, wenn wir sie nicht ändern, dann wartet auf ihn das gleiche Schicksal wie auf alle anderen Domini vor ihm. Dann müssen wir sie ändern. Das müssen wir. Und das werden wir. Ein unheimliches Licht geht vom Aretestein aus und lockt Clive ins Innere. Na, das schauen wir uns doch mal an. Ist hier noch irgendwas Besonderes, was hier passiert, außer diese Quests, die halt... Nee, die mache ich nicht. I'm sorry, so. Aber die Quests sind halt einfach so... Keine Ahnung. No fun, no game, just straight ass, daher... Thanks, but no thanks. Ja, die mit dem Fluch habe ich gemacht, aber halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen irgendwie viel können, so. I'm sorry. Los geht's! Das hier ist noch cool. Was ist das? Mythos. In den tiefsten Abgrund hast du dich gewagt, doch du hungerst weiter. Wir sind beeindruckt. Ist das so?
wieder. Es ist das Ding aus dem Trailer, was sie schon gespoilert haben. Diese Macht ist die unsere und jetzt gehört sie dir. Sieh sie als Geschenk an. Von uns an dich. Ein Vorgeschmack auf das, was dich erwartet. Du denkst wohl immer noch, dass ich dein Leib werde. Danke für das Geschenk, Ultima. Du wirst es nicht wiederbekommen. Oh, snap! Die Essenz Ultimas. Das Beschirren von Ultimas Kraft neutralisiert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue göttliche Fertigkeiten, wie zum Beispiel Gottes Stimme. Okay. Oha. Hörst du mich? Ich werde mich niemals deinem Willen beugen. Okay, fun. Holy shit. Gegen unsere Gaben aufbegehrst, bist du doch allzeit äußerst willig, sie einzusetzen. Vielleicht brauchst du mehr Zeit, um über dein Verhalten zu reflektieren.
Whack. So, das Kairos-Tor mache ich nicht, by the way. Das ist mir dann doch zu lang. Ich glaube, das dauert jetzt auch nochmal irgendwie 2,5 Stunden oder so, bis du das durch hast. Aber es ist halt ganz cute gemacht, auf jeden Fall. Einfach ausgedrückt ist Kairos-Tor eine Odyssee durch 20 Kreise höllischer Qualen. Das ist halt einfach... ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Nochmal diese... Die gibt's halt auch in Devil May Cry, wo du dann so durch 100 Ebenen nicht kämpfen musst, wo du einfach nur konstant Kämpfe hast, so. Und... Ich glaube, sie haben ja irgendwie geteasert, dass hier irgendwie was ganz Spezielles am Ende auf dich wartet, aber... Ich glaube, das ist auch nur, wenn du es im Final Fantasy Schwierigkeitsgrad spielst. Und das habe ich nicht. Von daher habe ich Pech gehabt, würde ich sagen. Ich glaube, ich kann es auch nicht ändern, ne? Genau, es ist einfach nur Action-Focus. Oder ich kann ich das irgendwie... Nee. Genau, das ist eher was man auf YouTube anschauen sollte. Okay, wenn ihr sagt, dass die eine Quest noch ganz funny ist, dann mache ich die zumindest noch. Aber ansonsten... Wär's das dann... Jetzt, wo wir Ultimas Kraft haben, können wir ja nur gewinnen. Von daher, let's go. Ich hätte ihn nicht allein gehen lassen sollen. Mit wem muss ich denn da reden? Und dann sah ich in meinem Traum, wie die Seele. Milord, dürfte ich euch einen Moment sprechen? Ich sage mal, mit dem Dude müssen wir reden, oder? Wenn schon keiner antwortet. Was soll ich denn jetzt... Du! Schula sagt, du hast ganz schön was drauf. Oh, ich mache mir Sorgen um meinen Freund. Würdest du mir... Such ihn fucking selbst, Junge. I don't care. Milord... Selbstverständlich. Es ist eine lange Geschichte. Doch zuerst erlaubt mir eine Frage. Stimmt es, dass Lady Schula euch von der Hexe des Nordens erzählt hat? Das hat sie. Eure Vorfahren sollen die Hexe hier gefunden und sich um sie gekümmert haben. Meine Urgroßmutter hatte das schon vermutet. Und nach ihrer Heimkehr zur See wurde die Pflege ihres Grabs ebenfalls zur Aufgabe meiner Ahnen. Seitdem wird diese Pflicht in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Dank dir gerät sie also nicht in Vergessenheit. Nun, der Weg zu ihrer Grabstätte war lange Zeit von einem umgestürzten Baum versperrt. Als wir nämlich den Rest des Pfads freiräumen wollten, mussten wir feststellen, dass eine Herde blutdürstiger... Keiner unserer Jäger ist ihnen gewachsen. Nee. Ich verstehe. I don't care einfach, es ist mir halt mega egal. So leid es mir tut, so. Wenn es jetzt die nicht ist, dann ist es mir... Dann I don't care, Junge. Eine Angelegenheit. Worum geht es? Bitte. Also ist es... In der Tat. Ich glaube, ich ging gerade am unteren Tor vorbei, als ich... Je mehr ich darüber nach... Und es war ganz sicher nicht ein... Auf keinen Fall. Natürlich, aber wenn würde... Nee, dann I don't care. Entschuldigt meine Dreistigkeit. Sorry, aber die Quests in dem Spiel sind einfach so sterbenslangweilig, dass ich mir das nicht antue. Daher, insgesamt, DLC fein, Sidequests sind immer noch ends bad und das finde ich leider super schade. Und Kampf gegen Leviathan war krass schwierig, bisschen zu lang, insgesamt ganz funny. Daher,
Game of the Year, würde ich sagen. Letzte Woche wurde nämlich weggeweht.